Meine Damen und Herren, ich heiße Sie auch meinerseits willkommen im Erzberger Saal des Bundesfinanzministeriums zur Vorstellung der Zollbilanz im Rahmen unserer Zolljahrespressekonferenz. Ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei unseren Gästen, Professor Schweim, der uns auch im Rahmen unseres Programms, wir beschäftigen uns ja heute, wie Frau Samrotzki gerade gesagt hat, beispielhaft aus der vielfältigen Tätigkeit des Zolls ein bisschen besonders mit der, wie man die Bevölkerung vor illegalen und gefälschten Arzneimitteln schützen kann. Das vergangene Jahr war auch für die Zollverwaltung ein Jahr großer Herausforderungen. Wir hatten in der Zollverwaltung eine große Strukturreform und die Übernahme der Prüfungen nach dem Mindestlohngesetz zu bewältigen. Ich will aber zunächst noch einmal sagen, weil ich da so unheimlich erfreut war und bin, als wir im Sommer angesichts des Zustroms von Flüchtlingen nach Deutschland geworben haben, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls für einige Zeit lang für das Bundesamt für Migration, auch für die Bundespolizei dann bei der Bewältigung dieser großen Aufgaben zur Verfügung stellen, war die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls außerordentlich groß. Ich glaube, rund 500 Beschäftigte haben sich dazu bereit erklärt. Und ich will das einfach als ein Ruhmesblatt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls hier noch einmal erwähnen. Sie wissen, dass der Zoll ungeheuer breit aufgestellt ist mit einer Fülle von Aufgaben, von der Erhebung von Zöllen über den Verbraucherschutz bis eben zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Kriminalität. Der deutsche Zoll ist übrigens auch darauf, kann man stolz verweisen, in seinem Kernbereich seiner Aufgaben Weltspitze. Die Logistikstudie der Weltbank weist wieder aus, dass wir weltweit auf dem zweiten Platz hinter Norwegen sind. Und das ist natürlich für die führende Wirtschaftsnation Deutschlands ganz wichtig, dass der deutsche Zoll seinen hohen Leistungsstandard hat und auch für die Zukunft bewahrt. Das war einer der Hauptgründe, dass wir uns entschieden haben, eine Generalzolldirektion einzurichten als neue Bundesoberbehörde. Sie hat seit dem 1. Januar 2016 in Bonn ihre Arbeit aufgenommen. Die Mittelbehörden sind weggefallen. Die Generalzolldirektion hat jetzt die operative Steuerung aller Dienststellen. Die Ortsbehörden haben mehr Eigenverantwortung bekommen. Herr Präsident Schröder ist der erste Präsident der Generalzolldirektion und ich heiße Sie auch herzlich willkommen. Und er wird über seine ersten Erfahrungen und die künftigen Ziele auch sprechen. Und natürlich gehört in die Ruhmesbilanz des Zolls auch, dass wir auch Sportlerinnen und Sportler in unserem Zoll-Ski-Team haben, die regelmäßig herausragende Ergebnisse abliefern. Laura Dahlmeier, Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Simon Schrempf sind mit insgesamt 9 Medaillen von der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oslo zurückgekehrt. Das Verhältnis von geförderten Sportlern und Medaillen ist, glaube ich, bei uns noch besser als in anderen Bundesverwaltungen. Ich will Sie nicht mit den langen Zahlenkolonnen der Zolljahresstatistik jetzt zu sehr strapazieren. Sie finden sie in der Pressemappe, die Statistik bildet die Leistungsbilanz ab. Aber als Finanzminister muss ich zunächst einmal sagen, der Zoll hat, Sie haben es gerade auch im Film gesehen, im vergangenen Jahr wieder 132,6 Milliarden Euro, also rund die Hälfte der Steuereinnahmen des Bundes, zuverlässig erhoben, eingezogen, abgeführt. Und das ist natürlich zentral. Dann hat er, wie ich schon erwähnt habe, bei der Schwarzarbeitsbekämpfung, der Zoll hat mit den Prüfungen nach dem Mindestlohngesetz ab dem 1. Januar 2015 eine neue zusätzliche Aufgabe übernommen. Nachdem wir 2014 die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer von den Ländern auf den Zoll übernommen haben, war dies innerhalb kurzer Zeit die zweite
große Herausforderung und beide Aufgaben sind von den Zöllnerinnen und Zöllnern insgesamt ausgezeichnet gemeistert worden. Wir haben, um den flächendeckenden Mindestlohn ab Januar 2015 zu kontrollieren, die Kräfte in der Zollverwaltung gebündelt. Wir haben Nachwuchskräfte prioritär für die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eingesetzt. Man muss eben Prioritäten setzen. Und ich habe dann auch gesagt, ja nun, als wir Mitarbeiter an BAMF und Bundespolizei zur Bewältigung des Flüchtlingsstroms abgeben mussten, konnten wir in dem weiteren Aufbau der personellen Kapazitäten ein bisschen langsamer drehen. Das war aber auch mit der mitzuständigen Kollegin Nahles, der Bundesministerin für Arbeit und Sozialordnung, so besprochen. Wir sind damit ganz offen umgegangen. Der Zoll hat im Übrigen, indem er die Effizienz der Prüfungen verstärkt hat, bei weniger Prüfungen als im Vorjahr mehr Strafverfahren eingeleitet, weil er sich risikoorientierter und zielgerichtet die Arbeit optimiert hat. Und das zeigt, dass sogar mit weniger Mitarbeitern die Effizienz deutlich erhöht worden ist. Die aufgedeckte Schadenssumme hat sich insgesamt bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität noch einmal auf 820 Millionen erhöht. Beim Verbraucherschutz nimmt der Zoll eine zentrale Funktion ein, um unsere Bürgerinnen und Bürger vor schädlichen Waren aus dem Ausland zu schützen. Wir zeigen, dass dieses Jahr am Beispiel der Arzneimittelkriminalität ein besonders wichtiges und schwieriges und bedeutungsvolles Thema. Deswegen bin ich Herrn Professor Schwalm auch sehr dankbar, dass Sie sich heute, zur Verfügung stellen, um auch die Bedeutung dieser Aufgabe aus der Sicht der Wissenschaft zu sagen. Wir haben die Menge der sichergestellten Tabletten hat sich im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr vervierfacht auf 4 Millionen Stück. Und so richten sich die Ermittlungen der Zollfahndung immer stärker gegen größere kriminelle Strukturen. Und den Fahndern ist es gelungen, bei einer zurückgehenden Zahl von Verfahren gegen sehr viel mehr Beschuldigte zu ermitteln. Das zeigt, dass die organisatorische Vernetzung intensiver wird. Aber das Thema wird uns weiter beschäftigen und die nachhaltige Bekämpfung dieser kriminellen Strukturen bleibt eine große Herausforderung. Man weiß ja, wie leicht man auch über das Internet an Arzneimittel kommt, aber manche Plattformen sind nicht zertifiziert. Die Anbieter liefern ungeprüfte, gefälschte Ware und so kann die vermeintliche Schnäppchenjägerei böse Folgen für die Gesundheit der Verbraucher haben. Der Zoll schaut zum Schutz der Verbraucher, besonders im Postverkehr, genau hin. Und generell empfehle ich auch, Arzneimittel nur aus nachweislich seriösen Quellen zu beziehen. Wie der Zoll Netzwerke zum illegalen Vertrieb von Arzneimitteln aufdeckt und mit welcher kriminellen Energie die Täter vorgehen, werden uns anschließend 2 Zollfahnder berichten und Professor Schwalm wird uns über die unerwünschten Nebenwirkungen von eingeschmuggelten Medikamenten aus der Sicht der Wissenschaft und die in seinem Institut untersucht, unterrichtet, sodass wir an einem konkreten Beispiel verdeutlichen oder konkretisieren die insgesamt umfassende, wichtige, wertvolle und gute Arbeit des Zolls, die auch in dieser Jahresstatistik sichtbar wird. Jetzt muss ich was machen? Runtergehen.